So, aber bevor wir da hingehen, Moment, möchte ich erstmal nochmal hier hin. Genau, den haben wir ja hier vergessen. Hier ist angeblich auch irgendwas. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Ja, wobei hier, ich weiß gar nicht mehr, war hier was Gutes? Can't remember, Simba. Auf jeden Fall hier will ich den Aal haben. Der ist nämlich eigentlich ziemlich praktisch. Beziehungsweise der könnte praktisch werden. Ja, jetzt mir nicht zu. Das Ganze geht ja jetzt um einiges schneller, da wir hier machen können, was wir wollen. Also aus dem Weg hier. Ich muss nur das halbe Level machen. Und aus irgendeinem Grund hat das Ding mich erwischt. Geh mir aus dem Weg, du Lachs. Nee, hier noch nicht. Oh! Random Kontaktlinsen tragen. But why though? Na, eine Freundin von mir wollte wissen, wie ich aussehe mit Kontaktlinsen drinne. Ah. Cool. Ja, erst haben meine Augen auch voll gebrannt gerade, weil lange keine Kontaktlinsen mehr getragen wird. Ja Mensch, dann. Shit. Wo muss ja. Die haben sich aber auch relativ schnell dann wieder dran gewöhnt. Daher. Weil das letzte Mal, als ich die getragen hatte, Kontaktlinsen getragen hatte, war im April. Weil da brauchte ich die halt für Barbie und für Ada. Du brauchst Kontaktlinsen für Barbie? Ja. Why? Damit meine Augen noch puppenhafter aussehen. Und noch größer. Um es einmal so auszudrücken, ew. Puppenhafter. Weil wenn du das so sagst, das klingt richtig irr. Halt, du weißt, wie das aussieht, wenn ich Kontaktlinsen drin habe. Die wirkt man ja riesig. Ja. Und diesen Effekt wollte ich haben bei Barbie. Ah. Also, das ist dieses Store-like. Diese Kawaii? Ja, diese Kawaii-Scheiße. Und halt, so wollte ich das dann auch halt haben bei Barbie. Bei Ada hatte ich halt Kontaktlinsen drin, weil Ada hat braune Augen, ich habe blaue Augen. So, ja. Ich möchte betonen, dieser Aal hat uns mal Schwierigkeiten gemacht. Marien-Eel. Saving? Warte mal. Ja, der hat er jetzt gespeichert. Warte mal. Exit Area. Für Exit Area war Clearing, Shabun Levels, Hard Containers und Lightning Cards, Game Winner. Ich versuch's mal. Hehe, aber ich hab das Vieh trotzdem. Cool, damit spare ich mir jetzt einiges an Zeit. Ich dachte, ihr müsstet diese ganze Kackstage jetzt nochmal machen. Und mir anhören, wie Leute Gorbatschow brüllen. Infiltrate the Higgy Higgy Bandits Base. By the way, Bomberman. You do have the water, ice and wind bombs, don't you? Es ist nahezu unmöglich, diese Dinger nicht zu bekommen, Dr. Dipshit. By the way, welcome to space. Aber warte mal, ich will jetzt mal kurz zeigen, was dieser Aal jetzt kann. Der Aal ist eigentlich total toll. Zumindest praktisch. Halt die Fratze. Halt die Fratze. Shut the fuck. Ich weiß mein Stick. Ich finde das so cool einfach. Es ist super praktisch. Oh, ne? Oh. Ich weiß, Leute können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Dieses ständige von mir, es ist so warm. Aber meine aber Güte. Es ist so warm. Es ist so warm. Es ist literally so warm. Das Problem ist, dass bei mir hört man es nie, wird man es auch nie hören, dass ich mich über Kälte beschwere.
Warum sollte ich das auch? Wenn ich sage, mir ist kalt, dann ziehe ich mir was an. Mann, mach das doch. Ziehe ich mir einfach noch irgendwas drüber und dann ist es gut. Dann hat sich das erledigt. Aber wenn mir warm ist, ich kann nicht mit noch weniger rumlaufen. Und leider verbietet es mir die Gesellschaft, dass ich nackt durch die Gegend laufe. Es wäre zwar peinlich, aber Jesus Christ, ich bin YouTuber und Twitch-Streamer. Was soll mich noch schocken? Just say. Wenn jetzt mal aufhören, hier Meteoriten einzuschlagen. Like, constant. Aua! Sag mal. Oh, ich hack's doch. Geh da jetzt weg! Alter, okay, gut, dann kommt halt erstmal raus. Ist es noch warm bei... Ja, es ist noch warm. Man soll es kaum glauben. Es ist immer noch warm. Es sind, glaube ich, immer noch 30 Grad hier draußen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall zu warm. Deswegen, ich bin so froh, wenn wieder Herbst, Winter, nicht Sommer. An sich gibt es bei mir keine Jahreszeiten. Es gibt nur nicht Sommer. Also es gibt nur Sommer und Nicht-Sommer. Und Sommer ist scheiße. Ja, war das geil. Bei euch überall ist Gewitter. Nur hier bei mir nicht. Das ist immer das Witzige. Ich lese immer überall, bei uns ist Gewitter. Bei uns ist Gewitter. Und ich denke mir so, bei uns ist scheiß Wetter. Und dann kommt meine Mutter mal um die Ecke und sagt, oh, das ist doch voll das schöne Wetter. Und ich denke mir so, deine Wohnung ist ja auch kein Heizofen. Ich sag mal so, wenn du in jedem deiner Räume einen Deckenventilator hast, ist klar, dann könnte ich das Ganze auch überleben. Aber ich habe hier quasi nur noch einen Ventilator, der mich konstant anpupst. Ja, I remember this stage now. Deswegen Sommer ist auch nicht die Zeit, um Streamer zu sein oder um irgendwas zu sein. Eigentlich sollte man im Sommer gar nicht sein. Gewisse Tiere gehen in Winterschlaf. Ich würde einfach in Sommerschlaf gehen. So nach dem Motto, weck mich, wenn es Herbst ist. Oh. Dinge, die der Schoßmann tun würde. Hm. Und ich weiß, vieles, was ich tue, ergibt keinen Sinn. Selber. Warte, was ist hier? Ja, du hast echt, also Water Sky, du hast echt Glück. Jeder hat Glück, der hier jetzt gerade irgendwie Regen, Gewitter, Schnee. Wenn mir alles recht. Es könnte von mir aus gerade alles sein. Von Gewitter bis Schnee bis Regen. Meine Güte, es können auch hageln. Hauptsache, ich muss nicht ständig meine Klamotten in die Tiefkühltruhe packen. Jetzt no shit, mit dem Gedanken spiele ich schon den ganzen Tag. Einfach ein Hemd von mir schlicht einfach in die Tiefkühltruhe zu schmeißen.
Ja, mit dem Vieh kann man jetzt derbe schmeißen und derbe kicken. Es ist an sich ein Dinosaurierfisch. Und das klingt so merkwürdig, wie es ist. So, warte mal, hier war doch noch mehr. Mal davon abgesehen. Ach ja. Hier muss ich gleich wieder hin. Ah, da bräuchte ich Wasser. Wasser! Ich brauche Wasser! Apropos Wasser. Mhm. Scheiße, ich habe kein Wasser mehr. Fuck. Dann hol dir schnell was. Ja, wenn ich das Level hier fertig habe. Ich habe heute schon so viel getrunken, das dürfte jetzt nicht so... Ich dürfte eigentlich nicht kurz vorm Dehydrieren sein. Was war dieser Schalter noch gleich? Der macht Wasser. Cool, Wasser. Wasser wäre jetzt toll. Free is the water spouts. Sagt er, während das Wasser wieder schmilzt. Ist nicht noch was, wo ich holen musste? Ah, yes. So, und einmal so. Und dann... Boing! Aua! Beim Kuhdorf mit deiner Käse... Ja, super, wenn Internet dann auch noch Käse ist. Okay, das hier war ein ganz merkwürdiges Ding. Genau, man darf nicht zu schnell sein. Denn sonst, ne, you will derail. Das Minigame war sehr merkwürdig. Ich weiß noch damals, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich immer gedacht, ich muss mit Full Speed hier durchbashen. Bis ich gemerkt habe, yup, that shit won't work. Ist auch sehr schwer einzuschätzen, manchmal die Distanz. Wie weit man schmeißen kann und wieso diesmal da kein Stein ist. Ich bin mal ganz kurz stumm. Ei. Bomberman, wie wär's, wenn du die Dinger nicht dagegen schmeißt, sondern, you know, davor? Könnte helfen. Could help. Offenbar sind die Steine RNG? Ist ja mal ganz was Neues. Ist ja mal ganz neu hier. Und swoop. Ein bisschen beschissen einzustellen hier. Aber man kann nicht bremsen, also man kann einfach nur... Es gibt einfach nur fahren und Scheiße fahren. Du bist doch Kacke. So ein richtiger Kackboy. Also wer sich das hier ausgedacht hat, ne? Hat doch echt einen an der Flöte. Timing ist einfach super weird. Ich glaube, selbst die eigene Explosion kann einen umbringen. Come on. Geht doch. Okay. Vollgas. Bevor sich der Scheiß das anders überlegt. Das sollte doch... Yes. Okay, durch. Durch und never schmurch. Yes.
Dummes Minigame ist dumm. Und dafür kriegst du eine Strobe. Sonst ich spoiler's mal, man kriegt Lichtbomben. Und das macht so viel Sinn, wie es klingt. Ups. So, wie... Achso, hier. Hui! Ach ja, das war ja alles... Stimmt, jetzt müssen wir ja noch gegen so einen Miniboss kämpfen. So ein Miniboss, wo ich immer wieder vergesse, dass er existiert. Aber bitte mit Hähnchen. Nämlich genau der da. Der Boss hier, ne? Der ist dumm. Genau deswegen. Weil man muss... Genau das. Rotte, 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 rotte. Muss man gegen ihn kämpfen? Vor allem, wenn du schmeißt, wirst du selber getroffen. Das ist auch sehr, sehr cool. Geiles Feature von diesem Boss. Ich lasse ihn mal erst springen. Na klar, du kannst natürlich ihn beschmeißen damit, aber ne. Ich meine, wir können eigentlich froh sein, dass er überhaupt dieses Loch hat. Stell dir vor, er hätte es nicht. Er kann auch einfach rückwärts fahren, das geht auch. Da war ein Loch, hab ich gar nicht gesehen. Jetzt, da wir wissen, dass der Arsch rückwärts fahren kann, passen wir lieber ein bisschen auf. Oh, rüttel, 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 rüttel. So, komm, wie wär's, wenn du mal, ne? Genau. Bounce mal ein bisschen. Gotta bounce. Ach ja, by the way, ihr nehmt auch Schaden, wenn ihr einfach nur zu nah an ihm... Dieser Boss ist so unglaublich dumm. Das möchte ich nur mal so nebenbei betonen. Wobei ich mich jetzt echt langsam frage, ob man ihn tatsächlich bekämpfen muss oder nicht. Mann! Mach doch! Richtig! Achso, der fährt geskriptet hier, Mann. Shit. Hätte das funktioniert, das wäre cool gewesen. Also ich gehe mal hier auf Nummer sicher. Fernsteuerbare Dinger bringen mir sowieso nichts hier gegen ihn. Oh Mann! Boah, ich kriege ein Horn hier. Dieser Boss, ne? Dieser... Das ist ja wohl nicht euer Ernst jetzt. So, genau. Bin wieder da. Baby. Schmeiß die jetzt weiter, sind zu doof hier. Blöder Scheißboss. Alter. Piss me off. Moin. Come on. Kann nicht wahr sein. Meine Güte! Geh doch da rein! Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Hm.
Dieser Boss ist scheiße. Boss ist scheiße. Geh da rein, du! Geh da rein, du Fehler der Natur! Meine Güte! Jesus Christ! Fucking dipshit! Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Also hier geht nur wieder zurück. Okay. Ja, bei dem Wetterstream. Beste Idee, die ich in meinem Leben je hatte. Nichts. Nicht. Armsgay. Ach, das ist der Boss. Der ist cool. Aber hey, Napgamer. Und hey, Ryo Hayato. A screw of nature. This is fuck off nature. By the way, wolltet ihr schon mal einen Psychopathenroboter sehen? Der hat Spaß an seinem Job. Handy got a Minigun. Aber irgendwie hat er nur seine Minigun gerade. Ich glaube so. Ich bin hier. He almost killed himself. Und das war's. Dieser Boss ist eigentlich cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gegen Ende haben sie vergessen, den Gegnern ein bisschen mehr zu geben, dass sie sich tatsächlich wehren.